Warum ist die Bibel ein heiliges Buch, der Koran dagegen nicht? Das ist das Thema dieses Videos und ich möchte das sogar so beantworten, dass die Bibel das einzige heilige Buch ist. Und erklären lässt sich das damit, dass Heiligkeit Abgesondertheit bedeutet für Gott. Und diese Schrift, die 66 Bücher des Neuen und Alten Testaments, also die 66 Bücher der Bibel, die sind abgesondert von Gott her für die Menschen, damit die Menschen erfahren, wer Gott ist. Gott hat keine anderen Schriften abgesondert in dieser Art und Weise, die er durch den Heiligen Geist hat verfassen lassen und zu einem Textkorpus hat zusammenbinden lassen, das anerkannt ist durch sehr unterschiedliche Gemeinschaften. Dass der Koran nun insbesondere keine heilige Schrift ist, das liegt an seinen Inhalten. Und die Inhalte des Korans, die hängen zusammen mit seiner Urheberschaft. Der Koran wurde ja dem Mohammed, so ist die islamische Überlieferung, durch einen Engel diktiert. Dieser Engel nannte sich Gabriel. Dabei kann es sich aber nicht um den Engel handeln, der in der Bibel Gabriel heißt. Denn das, was dem Mohammed damals diktiert wurde, das steht in ganz scharfem, krassen Kontrast zu der einen heiligen Schrift, dem Wort Gottes, der Bibel. Und da gibt es einen wichtigen Punkt. Darauf läuft die Bibel hinaus. Das ist das, was der Sohn Gottes von vor aller Zeit, durch den Gott schon die Welt, die Zeiten und die Räume geschaffen hatte, am Kreuz getan hat. Er wurde Mensch in der Zeit, um die Sünden der Menschen, ja der ganzen Welt zu tragen. Diesen extrem wichtigen Sachverhalt, auf den die Bibel hinausläuft, den verleugnet der Koran diametral. Daraus kann man sehen, dass hinter dem Koran ein Lügengeist steht. In der Bibel schreibt Paulus an einer Stelle, dass der Teufel sich als Engel des Lichts verkleidet. Dieser sogenannte Engel Gabriel, der dem Mohammed den Koran diktiert hat, das ist ein Engel Satans. Der hat sich als Engel Gabriel verkleidet, in Wirklichkeit war es ein gefallener Engel. So entstand der Koran. Also der Koran ist nicht nur keine heilige Schrift, sondern er ist der einzigen heiligen Schrift der Bibel diametral entgegen. Das ist eine widergöttliche Schrift. Man kann nur davor warnen, dieses Buch zu lesen, ganz im Gegensatz zur Bibel, dem Wort Gottes. Wer die Bibel, das Wort Gottes liest, der wird von Gott inspiriert. Gott sieht wohlwollend auf den Leser der Bibel und er spricht zum Herzen. Das ist der gravierende Unterschied. Heiligkeit ist Abgesondertheit von Gott für Gott. Und das ist als Schrift nur die Bibel. Die Bibel hat einen Fokus, Jesus Christus. Durch Jesus Christus hat Gott alles geschaffen. Als die Welt in Sünde gefallen war, da löste Gott das Problem. Er sandte seinen Sohn in die Welt, damit er 6 Stunden lang die Sünden am Kreuz trage. Seither können wir frei werden, wir können die Sünden an das Kreuz, an Jesus Christus abgeben. Deshalb wurde die Bibel geschrieben, damit wir frei werden von den Sünden, denn mit Sünden gelangen wir nicht in das Paradies. Wir können Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen, dann erhalten wir weitaus mehr als nur Sündenvergebung, dann erhalten wir den Heiligen Geist. Er führt uns durch den Rest unserer Zeit, je nachdem, in welchem Maße wir die Gaben annehmen, die er für uns hat, führt er uns fruchtbar durch den Rest unserer Zeit. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades Sheol.
Ganz am Ende findet die Auferstehung statt. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hat in seiner Lebenszeit, der steht in der Auferstehung ganz anders da, in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz. Und so geht er an diesem letzten Tag der Auferstehung durch das Endgericht hindurch in das Paradies. Das ist der Weg, den Jesus Christus bereitet hat. Und das ist der Weg, den die Bibel weist. Der Koran ist dem diametral entgegengesetzt. Er hindert die Menschen daran, zu Jesus Christus, zu Gott zu finden, in das Paradies zu finden. Deshalb, es kann nur davor gewarnt werden, den Koran zu lesen, wenn du religiös gebunden bist, wie auch immer. Buddhismus, Esoterik, Islam, Jesus ist stärker, Jesus macht frei. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Glaube dem, was in der Bibel geschrieben ist. Es ist Gottes Wort aufgezeichnet für dich. Gottes Sohn wurde Mensch, damit du Leben hast. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung. Wenn es ihn gegeben hätte, Gott hätte ihn gewiesen. Er hätte seinem Sohn von vor aller Zeit den harten Kreuzesweg erspart. Jesus starb für dich, damit du Leben hast. Nimm das für dich an. Lass dich retten. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Gottes Segen. Amen.